Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag den Coco. Heute haben wir eine Frage: Was hältst du vom News Trading? Unter anderem auch ausschließlich News Trading. Vom News Trading halte ich sehr viel, aber nicht für den Anfang. Ja, also News Trading ist gut, wenn du die Erfahrungen schon gemacht hast und weißt, wie sich die Märkte bewegen, was für Feinheiten da zu beachten sind und vor allem auch das Risiko unter Kontrolle hast. Denn wenn du das Risiko bei kleinen Bewegungen nicht unter Kontrolle hast, wirst du es beim News Trading, bei großen Bewegungen, noch weniger unter Kontrolle haben und wirst da noch viel undisziplinierter traden wie ohne News. Ja? Warum halte ich sehr viel vom News Trading und warum ist News Trading überhaupt gut? Ja, News Trading ist für mich gut, weil da die Bewegungen sehr groß sind, sehr hektisch sind und ich kann natürlich das eine oder andere, die eine oder andere Bewegung vom Markt ausnutzen, um einen günstigen Einstieg zu bekommen und um schnell einen Gewinn zu machen. Also ich handle so gut wie immer bei den wichtigsten Nachrichten bin ich am Markt und schaue, dass ich da eine Möglichkeit finde, um in den Markt einzusteigen. Beim News Trading gibt es eine ganz, ganz wichtige Sache, die du beachten solltest. Du sollst dich auf keinen Fall vor den großen News positionieren. Ja, weil da gibt es auch so Strategien, die dir einfach sagen, okay, du machst in die eine Richtung einen Stopp rein, du machst in die andere Richtung einen Stopp rein zum Einstoppen in den Markt. Erstens bekommst du durch diese Einstopp-Variante sehr große Slippages. Wenn die Nachrichten sehr, sehr überraschend ausfallen, dann sind die Slippages sehr groß. Das bedeutet, eine Slippage bedeutet immer, dass du einen deutlich schlechteren Einstieg bekommen hast, als du eigentlich haben wolltest. Ja? Und zweitens ist dann noch die andere Gefahr, dass du in beide Richtungen ausgeführt wirst. Das bedeutet, du wirst einmal unten abgefischt, danach sofort einmal oben abgefischt und somit hast du eine Menge Geld verloren. Ja? Du hast unten geschortet und hast oben wieder gekauft. Du hast oben gekauft und hast unten wieder verkauft. Ja? Also du machst automatisch durch so eine Variante, durch diese Art des Tradings machst du automatisch Verlust, wenn die Märkte extrem überraschend sind. Und manchmal ist es so, dass der Markt ziemlich schnell, vor allem bei den Non-Farm Payrolls, sind so die gefährlichsten News, die ich dir in diesem Video auf den Weg geben kann. Die sind immer jeden ersten Freitag um 2.30 Uhr, der erste Freitag im Monat. Da solltest du auf jeden Fall vorsichtig sein und nicht traden. Also, was ich auf keinen Fall mache, und das mache ich immer noch nicht, egal wie erfahren ich bin, egal was ich schon alles erlebt habe an der Börse, positioniere ich mich auf keinen Fall vor den Nachrichten, weil das nichts mit Trading zu tun hat für mich. Das hat nur was mit Glück zu tun. Und wenn ich Glück oder Pech für mich arbeiten lassen will, dann gehe ich ins Casino. Ja, dann zocke ich im Casino, schwarz, rot, hat man eine Menge Spaß, ja, vielleicht ein bisschen Zigarettenrauch noch und so weiter und so fort, Blackjack-Tisch. Und dann hat man noch die ganze Unterhaltung dabei und muss nicht zu 100% konzentriert am Rechner sitzen. Also wenn du tradest, musst du auch diese Einstellung des Profi-Traders besitzen und nicht einfach nur versuchen, durch Glück Geld zu verdienen. Denn ich kenne so viele Trader, so viele Trading-Studenten, die es wirklich durch Glück geschafft haben, ein paar gute Trades zu machen, sich vielleicht ein kleines Vermögen sogar aufzubauen, weil es da durchaus Strategien gibt, die sehr lange funktionieren, durch Glück, ja, aber irgendwann kracht das Ganze zusammen, ja, du kannst nicht deine komplette Karriere, deine komplette Zukunft auf etwas aufbauen, was keine Basis hat, was keine stabile Basis hat, ja, und wenn du einfach vor den Nachrichten reingehst, dann ist die Gefahr da, dass du ausgestoppt wirst und dann weißt du, okay, es ist Glück. Es ist wie im Casino auf Schwarz und Rot zu setzen. Du weißt nicht das Ergebnis, du hast keinerlei Vorteil. Du weißt nicht, in welche Richtung das Ganze geht. Selbst wenn du die Nachrichten kennst, ja, aus irgendwelchem Grund auch immer. Also, das ist übrigens verboten, ist Insiderhandel, wenn du wichtige News vorher hast, als sie die breite Masse hat. Ja? Also, das ist kein News Trading mehr, das ist Insiderhandel und das ist verboten, das wird auch strafrechtlich verfolgt. Also, aber selbst wenn du die News früher hättest, hättest du keinen Vorteil, weil du nicht weißt, wie der Markt darauf reagiert. Manchmal sind die News gut und der Markt reagiert einfach voll schlecht darauf, ja, und schmiert ab. Manchmal sind die News schlecht und der Markt kann gar nicht aufhören zu steigen. Und
Aus diesem Grund vor den Nachrichten auf keinen Fall einsteigen. Warte lieber ab 5 Minuten nach den Nachrichten und dann kannst du einsteigen. Wenn die Nachrichten nicht so wichtig sind, dann kannst du sie natürlich manchmal nutzen, um einen super Einstieg zu bekommen. Da ist es okay, wenn du dich vor den Nachrichten positionierst, weil du da dir sagst, okay, ich suche mir jetzt eine fette Unterstützung im Markt oder einen fetter Widerstand im Markt. Und natürlich muss das Ganze ein bisschen weiter weg sein, als da, wo der Markt jetzt ist, damit sich das lohnt. Und dann kommen diese News, diese unwichtigen News, ja, also auf keinen Fall bei den Non-Farm Payrolls machen, und auch auf keinen Fall bei Zinsentscheidungen, auf keinen Fall bei den FOMC-Nachrichten. Die kommen immer mittwochs, nicht jeden Mittwoch, nicht jeden ersten Mittwoch. Die kommen so immer alle 6 Wochen oder so. Also das hat keine Regelmäßigkeit, die ich dir jetzt hier beibringen kann. Mal in 6 Wochen, mal in 4 Wochen, mal in 8 Wochen und so weiter. Also bei den Nachrichten auf keinen Fall sowas machen. Aber jetzt zum Beispiel IFO-Geschäftsklimaindex sind die wichtigsten deutschen Nachrichten, aber die sind nicht so stark, um den Markt komplett zu erschüttern. Ja, also zumindest in den meisten Fällen. Ja, das sind zum Beispiel Nachrichten, da lege ich mich immer gerne hin, um eben einen viel günstigeren Preis zu bekommen. Ja, ich nutze die Nachrichten knallhart aus, um einen besseren Einstieg zu bekommen. Das kannst du auch machen, ja, aber wie gesagt, erst die Erfahrung, dann News Trading. Ja, News Trading ist etwas für erfahrene Trader, ist etwas für Profi-Trader, ist etwas für Trader, die ganz genau wissen, was sie machen, die nicht die Ruhe verlieren, die nicht die Kontrolle verlieren über ihr Handeln und die ganz genau immer die Informationen verarbeiten können. Ja, die Informationen, die dir der Markt gibt, da musst du immer in der Lage sein, diese Informationen in Sekundentakt, Millisekundentakt zu verarbeiten und das Beste daraus zu machen. Das ist ein Profi-Trader. Falls du ein Profi-Trader werden willst, falls du an der Börse Geld verdienen möchtest, dann klicke unter diesem Video auf die Links, wie immer, für die kostenlose Ausbildung, für die bezahlte Ausbildung zum Profi-Trader und starte deine Ausbildung jetzt. Falls dir das Video gefallen hat, einen Daumen hoch nicht vergessen, den Daumen runter, weißt du, wo er hingehört, und stell mir deine Fragen, einfach Hashtag frag den Coco und dann die Frage und dann werde ich vielleicht auch deine Frage in einer der nächsten Folgen ja, behandeln oder beantworten. Also alles Gute, viel Erfolg, klicke auf die Links unter diesem Video, entscheide dich für deine Ausbildung jetzt und handle nicht nur in Nachrichten gut, handle durchgehend gut. Bis dann, ciao.